Dressel Malang. Montafoner ist ein Name. Gell? Nein, ist nicht gerne. Nicht? Nein, wir wissen, es ist Französisch. Keine Ahnung. Melange. 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 Nein, Malang ist schätzigerweise eine Stadt auf der Insel Java. So, jawohl. Jetzt aber wissen wir, Romy. Keine Ahnung, vielleicht war ich. Dann lassen wir sie jetzt dort bleiben. Schön, dass du da bist, Anita. Danke für die Einladung. Endlich hat es geklappt, aber es hat auch einen besonderen Grund, warum du da bist. Nicht nur wegen deinem schönen Outfit, wo du da jetzt auch hast. Das stammt nämlich, erzähl selber. Also das ist die nachgestellte Kostüm, der kam in Produktion bei den Bregenzer Festspielen vor 24 Jahren. Wo du ja wo bitte, ich hallo? Bereits mitgemacht habe, ja. Weil ich feiere heuer mein 30-jähriges Bühnenjubiläum. So ist es. Bin ich sehr stolz drauf. Und heuer haben wir wieder Carmen. Aber die Kostüme standen uns noch nicht zur Verfügung. Aha, und jetzt hast du das. Ich wollte es mit den 30 Jahren noch gratulös irgendwie verarbeiten. Ah. Jetzt hast du es vorweggenommen. 30 Jahre. Anita, das ist eine bezaubernde Zeit. Erstens, du hast dich nicht verändert und zweitens, die, nur ein bisschen Schmeichler darf man ja, auf jeden Fall, aber du hast eine Ausbildung in dieser Zeit erlebt oder eine Entwicklung für dich erlebt, schauspielerisch, gesanglich, also stimmlich, und das hat dich brutal ausgefüllt. Ja. Oder füllt dich aus? Nach wie vor, ja. Und das sind nur die Kontakte, die sich ergeben, also weltweit zu Künstlern, Regisseuren, Sängern, Schauspielern. Es ist also unglaublich, was man innerhalb von diesen 30 Jahren an Kontakte aufbaut. Und ich versuche sie zu pflegen. Ich bin permanent auf Reisen, auf Opernreisen und versuche die Leute wieder irgendwo zu besuchen und zu treffen. Du hast immer besucht, Anfang Jahr warst in London, hast einen guten alten Bekannten der Bregenzer Festspiele besucht, ja, gell? David Pountney, den habe ich übrigens vor zwei Wochen wieder gesehen. Der hat an der Scala inszeniert. Und dort habe ich auch meine liebe Freundin Maria José Siri, die ist eine der besten Opernsängerin der Zeit, gesehen in der Premiere zu Francesca da Rimini. Du hast, oder ich habe von dir schon, wie viele andere auch auf der Welt, Musik- und Gesangsstücke von dir gehört. Die du aufgenommen hast? Mit wem hast du die aufgenommen? Da gibt es eine ganz spezielle. Du hast sie mir einmal geschickt. Das ist vor zwei Jahren entstanden durch ein anderes Angel. Da kommen wir jetzt noch dazu. Genau. Weil ich habe in meiner Jugend American Folk Music gemacht, Gitarre gespielt, habe versucht, Joni Mitchell so nah als möglich zu kommen. Ja. Von der Gitarre her und auch von der Stimme her. Ja. Und inzwischen sind viele Jahre vergangen und der klassische Gesang ist eine ganz andere Technik, andere Gesangstechnik. Und wie ich mit dem anderen Kontakt aufgenommen habe, habe ich gesagt, ich möchte einmal nochmal einen Joni Mitchell Song singen. Ja. Aber ich spiele schon seit einiger Zeit nicht mehr Gitarre. Jetzt hat er sich das Ader und hat eine eigene Gitarrenspur komponiert. Und dort habe ich den Joni Mitchell drauf gesungen. Und das mit einem Riesenerfolg und Respekt. Ich habe mir die Stimme, ich habe mir so genau gelesen, aber ich sage, es ist ja unglaublich. Oder? Danke, voll. Ja, na wirklich wahr. Und jetzt hat diese künstlerisch begabte und immer unter Strom stehende Anita etwas organisiert, wo sie schon seit geraumer Zeit als Festivalmutter tituliert wird in den Gazetten Land auf, Land ab, im angrenzenden Ausland. Du hast eine Idee gehabt für den Muttersberg. Ja, die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass wir letztes Jahr schon eine zweiwöchige Flamenco-Tournee gehabt haben mit Andres Angel und seiner Truppe aus Sevilla. Und dann hat es den Moment gegeben, dass ich mit dem Percussionist und dem Tänzer vom Muttersberg gefahren bin, die zum ersten Mal in ihrem Leben in einer Gondel gesessen sind. Oh, okay. Ein bisschen ein Wagnis, sie wollten nicht einsteigen, ich habe es geschafft. Und auf der Terrasse da oben hat der Tänzer sofort ein paar Flamenco, wie ist das? Also ein bisschen gestampft, ja, oder wie? Gesagt, wow, das klingt, da oben müssen wir ein Flamenco-Konzert organisieren. Und die Idee habe ich sofort aufgegriffen, habe mich mit Hansi Bandl in Verbindung gesetzt, der dann gesagt hat, ja super, genau, ein Flamenco-Konzert, das wäre jetzt mal was Besonderes. War sofort einverstanden, Anita, du organisierst mir, du hast die Kontakte zu den Künstlern, genau. Aber lassen wir es nicht bei dem Honor bleiben, machen wir was Größeres. Ja. Hast du mir noch mehr Ideen? Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wen in meinem Bekanntenkreis könnte ich noch gewinnen? Und vor allem, ich möchte verschiedene Genres anbieten. Und aus dem ist dann die Idee entstanden, Flamenco, Jazz und Chansons. Also unter dem wohlklingenden Namen Tre Concerti, oder Concerti, Concerti, ja. Tre Concerti,
Möchte ich kurz dir vorwegnehmen, also wir haben Andres Angel, ich hoffe, man sieht das richtig, ja, der mit seinem Flamenco-Ensemble am 24. Mai im Alpengasthof sein Debüt präsentieren wird, also eine beeindruckende musikalische Show, die jetzt auf höchstem musikalischen Level ist. Mhm. Einen Tag später, am 25. haben wir Milk. Genau. Punkt. Auf den legen sie Wert. Ja. Milk. Punkt. Ja. Ein Jazz-Trio, kommen wir nachher noch dazu. Und am 26. Mai die Rebecca Anouch. Anouch, ja. Anouch, mhm. Verzeihung. Mit ihrer Truppe. Mhm. Und die bietet Chanson. Ja. Und du hast jetzt alle drei schon gesehen und gehört. Ja, ich kenne sie alle schon. Also kurz zum Andres. Andres kenne ich von seiner Zeit, wo er hat im Vorarlberg im Konservatorium studiert und im Neben, also klassische Gitarre studiert, im Nebenfach Gesang. So ist er damals zum Festspielchor gekommen. Vier Sommer im Festspielchor gesungen. Okay. Ist mir dann irgendwo, ja, ist mir abhanden gekommen. Er ist nach Sevilla, hat sich gänzlich dem Flamenco verschrieben und hat mich vor 2 Jahren kontaktiert, weil er eigentlich Fotos für seine CD gebucht hat. Dann habe ich mit ihm ein Fotoshooting gemacht, es sind brauchbare Bilder dabei gewesen. Dann haben wir die CD also fertiggestellt. Und dann hat er mich gefragt, Anita, gibt es nicht eine Möglichkeit, da irgendwo ein Flamenco-Konzert anzubieten? Da ist gut, nütze das gleich drauf. Ich stieg, hat gemacht und aus dem ist ein Konzert. Milk. Jazz. Ja, Jazz. Griffiger, kultiger Jazz. Absolut genial. Wirklich Vollblut-Jazzer. Die habe ich in Verona kennengelernt über meine Opernsängerin-Freundin. Zufällig haben die an einem Abend, wo wir Abendgäste haben, gespielt. Ich war fasziniert. Ich habe gesagt, mach die Leute, ich muss mir die merken. Wenn es geht, hole ich die mal ins Land. Und es ist mir Gott sei Dank gelungen. Rebecca Anouch. Rebecca Anouch ist eine Multikulti-Frau mit armenisch-englischen Wurzeln in Paris geboren. Eine Sängerin, die einfach unter Tuttgart habe ich kennengelernt, 2007 auf einer Kreuzfahrt. Okay, da wo sie gesungen hat. Genau, jeden Abend in einer Bar hat sie eine andere Band dabei, ich hatte ein anderes Repertoire gesungen. Aber ihre Stimme ist mir einfach unter Tuttgart und sie ist eine gigantisch liebe Frau. Und die habe ich auch schon mal da gehabt für ein Konzert, ich nütze das. Und, die und jetzt sehen wir sie da, 24., 25. und 26. Mai, ja. Tre Concerti. Auf 14.01. Vielen Dank, Anita, danke, dass du da warst in deinem Carmen-Kostüm. Ja, das macht's ja. Und also irgendwann vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Danke, tschüss.